Hallöchen und willkommen zurück zu Deponia. Es ist etwas länger her, dass ich was aufgenommen habe. Leider. Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Ja, war kränklich und mir ging es auch nicht so gut. Arbeit hat mich aufgehalten. Jetzt habe ich in den nächsten Tagen ein paar bisschen frei und die werde ich dafür nutzen, einiges aufzunehmen. Auch leider im Voraus, weil es halt nicht anders geht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier stehen geblieben sind. Und das haben wir dabei. Eine Flagge. Können wir die da vielleicht einfach wieder dran hängen? Keine Ahnung, was das bringt. Ich spare mir meine telekinetischen. Okay. Dann nehmen wir sie doch einfach mit. Ich glaube, die hing da damals schon. Da ist Cletus, da ist das Hochboot. Können die einfach gehen? Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Na dann Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Finger weg, verdammt! Ja, das haben wir damals schon versucht. Ich gehe und hole Goal. Na Ja. endlich. Ja. Können wir nicht einfach vielleicht? Der Mob ist so ölig. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Sieht doch ähnlich aus. Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Ja. Kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Na super. Tödliche Schusswaffe. Check. Wie? Uah. Munition. Check. Also, ich meine. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Ich wollte ihn eigentlich damit erschlagen, aber okay. Warte mal, können wir ihm vielleicht was zu essen anbieten, wenn er schon hier ist? Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Guck, sieht doch aus wie ein Fisch. Was haben wir denn hier noch? Nichts. Gehen wir mal wieder runter. Vielleicht kommen wir da eigentlich weiter. Ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Das ist Hardcore. Was haben wir hier? Ich sollte weniger mit dieser Taste spielen. Können wir vielleicht einfach. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ach ja, na gut, dann nehmen wir die Lampe auseinander. Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Ist da jemand schreckhaft? Sieht aus wie der Kratzkragen bei einem Hund oder der von Goals Verlobtem. Jo, dann nehme ich ihn doch mit. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Ich kann nicht die. Ja. Kannst du nicht mit der Zitadelle abwerfen? Ich die. Ich meine, ja gut, wie können wir denn darüber auch nicht? Ich kann die Ort. Ich kann die Ort. Einen Schritt näher. Ich kann nicht die Or Ja, ich weiß, dass du nicht näher dran kannst. Der Lampenschirm sieht aus wie. Und die. Wenn ich nur an den Schirm rankäme. Ah, warte mal. Einhaken. Können wir nicht jetzt. Sieht wirklich aus wie von. Dietes. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Die hast du. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Genial! Und auf geht's! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt!
Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Jo. Gut, wir haben Cletus, aber... Also wir kommen hier nicht vorbei. Wir brauchen die Datasette, die Cletus hat. Ja, gut. Ich komme vielleicht abgehauen, keine Ahnung. Naja, das steht da noch. Ölige Frisur, hässliches Cape und was findet Goal nur an diesem Lusch? Können wir vielleicht... Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Okay. Falls du auffällig wäre, können wir nicht einfach... Das Gepäck... man weiß ja... Der mit den Seitenschneider kennen wir schon. Komm schon. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich am Organon nicht vorbei. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Na super. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Nee, das glaube ich nicht. Er scheint mir nur eins im Kopf zu haben. Von diesem Planeten runterzukommen. Na gut, Rufus will das ja auch, ne? Wer kann das nicht verstehen? Ziehen wir uns mal wieder um. Ja, Rufus, wissen wir. Diesmal habe ich mich... Ja. Können wir jetzt vielleicht dabei? Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Können wir das verkürzen? Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen.
Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Ja, unser super Kostüm. Oh, liegt jetzt darum. Können wir zu Goal gehen? Goal? Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ach, ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Ja, sowieso. Phosphorlache. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Aber wir haben eine schöne Taschenlampe. Funktioniert das vielleicht? Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Ja, so in etwa. Ja, ist das wieder eine Spur, dann... Wire, wusch. So, da müssen wir es nochmal machen. Er hat hier aber einer sehr geradlinig geschliffen. Taschenlampe. Die Spur verschwindet hinter diesem Zaun. Ja, dann geht doch mal durch. Ich meine, warum nicht? Stapeltier. Das ist eine Tür. Und lass mich raten, sie führt genau in diesen. Na, super. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Doch, dieses. Hätten wir. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Ist das nicht ein Knopf? Kein Gitter der. Yep. Ja, was haben wir denn da? Phosphor. Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im Anmarsch. Nagelhaufen. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey. Das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Super. Also da kommen wir nicht durch. Ein Haufen... Ja, willst du noch mal ein bisschen reingrabbeln? Au! Nein? Gefällt dir nicht? Schade. Aber wir haben jetzt so einen schönen, super-duper Strohhalm. Trink doch mal. Trink's aus. Ja! Das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. So, mal gehen wir nochmal hinter die Tür. Ich habe eine Idee. Wir haben da so einen schönen Haken. Können wir damit nicht vielleicht... Aber nur vielleicht. Komisch, das geht auf einmal. Gerade hat er nicht mehr hochgekriegt. Ein Müllberg. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. Jörg. In cool. Boah, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Möchtest du eine Sardelle? Fischi? Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Irgendjemand will wohl, aber ich bin... Ja, du musst wie ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Wieder zurück.
Dann gehen wir da zurück. Und dann gehen wir da zurück. Und dann gehen wir da hoch. Dann gehst du da durch. Steht ja noch auf Phosphor, ne? Also ich meine, wir könnten doch vielleicht... Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Aber ehrlich, kannst du da einfach dann... Gut, jetzt haben wir einen leuchtenden Fisch. Können wir den noch vielleicht... Ach. Sicher ist sicher. Es werde Licht. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Ah, ganz schnell. Ja, Rufus, wir gehen jetzt da noch rein. Dann wieder ab ins Rohr mit dir. Und dann sind wir bei ihrem Wahl. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.